Auf der Suche nach neuen Wohnungen für die APWG in Stuttgart wurden uns zwei Häuser angeboten. Zwei Häuser jedoch mitten im Rotlichtmilieu. Ganz normale APWGs können wir da nicht machen. Also war unsere Frage, hat Gott da einen Auftrag für uns? Das Leonhardsviertel im Herzen Stuttgarts, unweit vom Marktplatz. Es ist bekannt als das Rotlichtmilieu der Landeshauptstadt. Schätzungen der Polizei zufolge sind in Stuttgart ungefähr 500 Frauen als Straßenprostituierte tätig. Die meisten davon mit Migrationshintergrund. Die schwierige Situation im Leonhardsviertel ist gekennzeichnet durch hohen Konkurrenzdruck, fehlende Perspektiven, durch Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnisse, fehlenden Infektionsschutz und durch häufig vorkommende Zwangsprostitution. Prostitution hat es schon immer gegeben, aber die Situation für die Prostituierten hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Was es braucht, sind niederschwellige Kontaktflächen und Hilfsangebote für Prostituierte, um ihnen eine neue Perspektive für ihr Leben zu geben. Die Stadt Stuttgart wünscht sich einen neuen Aufbruch im Leonhardsviertel und fördert Präventions- und Beratungsangebote für Prostituierte. Die APIs machen sich auf den Weg, um einen Ort der Hoffnung zu schaffen. Drei Punkte sind uns wichtig im Hoffnungshaus. Wir wollen den Prostituierten Würde und Anerkennung vermitteln. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Wir wollen ihnen einen Rückzugsort, ein erweitertes Wohnzimmer anbieten. Einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen können. Und wir wollen gemeinsam mit den öffentlichen Beratungsstellen ihnen Angebote zum Neuanfang zeigen. Das Hoffnungshaus mitten im Leonhardsviertel in Stuttgart. Ein Ort, an dem Christen die Liebe Jesu weitergeben und so ein Stück Himmel auf Erden für die Frauen erlebbar werden lassen. Wir suchen Menschen, die mit uns für das Hoffnungshaus beten und diese Arbeit mittragen. Werden Sie mit uns Hoffnungsträger für Stuttgart.